Hallo Leute, herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney. Da wir im letzten Part mit Inspektor Gumshoe geredet haben, beziehungsweise waren im Kreuzhören und sind jetzt weitergegangen zu Maya Faye, zur Zeugenaussage, die wir uns jetzt anhören. Gute Beschreibung, was im letzten Part passiert war. Der Part fängt schon gut an. Lass uns einfach anfangen. Ich habe alles gesehen, ehrlich. Das Opfer, die Frau, wich dem ersten Angriff aus und rannte nach rechts. Das Mädchen in den Epi-Klamotten rannte ihr nach. Und sie schlug sie mit dieser Waffe. Ich hab's gesehen, ehrlich. Ich kann nicht so hoch reden, weil habe ich selber probiert, aber keine Ahnung. Geht nicht mehr, deswegen versuche ich jetzt einfach irgendwie. Diese Uhr, diese statuartige Uhr, der Denker, denke ich. Ihre erste Aussage war wohl, was Edgeworth sie sagen lassen wollte. Also war das die Aussage in ihren eigenen Worten? Zeit anzugreifen und die Wahrheit rauszuquetschen, natürlich bildlich gemeint. Okay, es wird schwierig. Mann, ich muss übrigens jetzt überlegen, ey. Nur noch drei Ausrufezeichen, dann sind wir. Ja. Ja, natürlich. Aber da Überlegungszeit. Machen wir es einfach so, wir greifen einfach immer weiter an und überlegen dann. Ist besser. Ja, ich habe es gerade irgendwie gerade selbst nicht gecheckt, weil ich hab's bei den letzten Parts habe ich das auch gemacht. Angegriffen und dann überlegt und ja, machen wir erstmal. Mich haben sie also auch gesehen? Natürlich. Ich werde diese Igelfrisur überall wiedererkennen. Igelfrisur? Die Zeugin hat persönliche Angriffe auf den Verteidiger zu unterlassen. Oh, war ich ein böses Mädchen? Tut dir ganz doll leid. Schon gut. Fahren Sie fort. Das Opfer, die Frau, wich dem ersten Angriff aus. Und rannte nach rechts. Hoffentlich könnt ihr den Ingame-Sound hören, weil bei mir ist es gerade in Ordnung. Mal schauen. Müsste ich dann in der Aufnahme noch mal gucken. Nach rechts. Aus ihrer Sicht vom Hotel rechts. In welcher Hand halte ich nun wieder das Messer? Richtig. Es war meine rechte Hand. Richtig. Ja? Zufrieden, Herr White. Bitte fahren Sie fort. Das Mädchen mit den Hippie-Klamotten rannte ihr nach. Wie schön für Sie, dass Ihnen Ihre Hippie-Klamotten wieder eingefallen sind. Das war doch, was Sie. Ich meine, die hatte sie doch an. Oh, und sie hatte einen Knoten im Haar. Was ist dann passiert? Und sie schlug sie mit dieser Waffe. Ich hab's gesehen, ehrlich. Wo kam diese Waffe her? Sie nahm sie vom Schreibtisch. Ich verstehe. Welche Art von Waffe war das? Diese Uhr, diese statuartige Uhr, der Denker, denke ich. Eine Uhr? Wurde das nicht in einer anderen Aussage vor kurzem schon mal erwähnt? Nun, schauen Sie nicht so sauer, Herr Rechtsanwalt. Man kann nicht immer gewinnen. Nein,
Aber ich habe das Gefühl, dass ich auf der richtigen Spur bin. Achso, das war's schon. Okay. Okay, Zeit anzugreifen und so. Okay. Überlegen. Okay. Jetzt brauche ich den Zeit. So. Ich glaube, hier müssen wir das jetzt machen, ne? Diese Uhr, diese statuenige Uhr, der Denker, denke ich. Wir versuchen es mal. Frau May, was Sie gerade gesagt haben, war eine schöne Enthüllung. Enthüllung? Oh, das würde Ihnen so gefallen, Sie böser Junge, Herr Rechtsanwalt. Ich kann mit der nicht umgehen. Sie haben gesagt, dass diese Statue des Denkers eine Uhr war. Das kann man aber nicht wissen, wenn man sie nur sieht. Neulich sagte jemand anderes in der gleichen Position wie Sie jetzt auch Uhr dazu. Und er wurde des Mordes für schuldig befunden. Ruhe. Frau May, können Sie erklären, woher Sie wissen, dass es eine Uhr war? Die Zeugin hat den Mord mit eigenen Augen gesehen. Das ist alles, was ihr zählt. Die Verteidigung versucht, die wahren Tatsachen durch banalen Aspekte zu verschleiern. Ja, natürlich. Sie werden Ihre Frage zurückziehen, Herr White. Ja, nee. Aber Fragen sind das Einzige, was ich habe, euer Ehren. Wie Sie sich erinnern können, habe ich schon Mörder mit diesen Fragen überführt. Okay, nur einmal. Oh, geil. Okay, der Richter sagt dazu nichts. Einspruch stattgegeben. Sie dürfen mit der Befragung der Zeugin fortfahren. Puh, das war knapp. Hätte er mich jetzt gestoppt, wäre der Prozess vorbei. Hä? Was passiert jetzt? Also, Sie beantworten jetzt meine Fragen. Woher wussten Sie, dass es eine Uhr war? Was? Das ist... Weil ich sie gehört habe? Ja, ich habe es gehört, wie sie die Uhrzeit ansagte. Also waren Sie mal in der Anwaltskanzlei Fay & Partner? Nein, das habe ich nicht gesagt. Warum soll ich da hingehen? Hab sie im Hotel gehört. Die Anwaltskanzlei Fay & Partner, wo der Mord geschah, ist in der Nähe des Hotels. Sie hätte die Uhrzeit leicht hören können. Nun, Herr White, sind Sie jetzt zufrieden? Nö. Nein, euer Ehren. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich bin nicht zufrieden, denn... Sie kann es nicht gehört haben, oder? Das wäre jetzt die einzigste logische Erklärung dafür, oder? Doch, oder? Oder? Nee. Euer Ehren, verehrtes Gericht. Es ist völlig undenkbar, dass die fragliche Uhr klingelte. War die Batterie leer? Na komm. In der Uhr fehlt das Uhrwerk. Ach so. Wie können Sie das? Sehen Sie selbst nach, sobald es Ihnen möglich ist.
Oh, sehen Sie etwas Interessantes, Euer Ehren? Die Verteidigung hat recht. In der Uhr fehlt das Uhrwerk. Sie ist ganz leer. Herr White, würden Sie bitte dem Gericht erklären, was das zu bedeuten hat? Es ist so, wie es aussieht. Die Uhr war leer. Sie hätte nicht läuten können. Deshalb ist diese Zeugin eine dreiste, fette Lügnerin. Fett? Nun, Frau May. Da haben Sie eine schöne Show veranstaltet, Herr White. Er wusste, dass die Uhr leer war. Irgendwie wusste er's. Sie haben jedoch leider eines vergessen. Die Uhr ist wirklich leer. Wie schon gesagt, sie kann nicht läuten. Wir müssen uns aber fragen, wann wurde das Uhrwerk entfernt? Geschah es, nachdem die Zeugin sie gehört hat? Gibt es keinen Widerspruch? Das stimmt. Das ist eine Möglichkeit. Die Uhr hätte geleert werden können, nachdem sie hörte. Genau so ist es gewesen, Euer Ehren. Nun, Herr White, können Sie beweisen, wann das Uhrwerk entfernt wurde? Haha, natürlich nicht. Ich kann's beweisen. Was? Haben Sie mir nicht gesagt, dass Beweise alles sind? Nun, ich habe Ihnen zugehört. Und nun zeige ich Ihnen Ihren heißgeliebten Beweis. Der Beweis für den Zeitpunkt, an dem das Uhrwerk entfernt wurde, ist... Das soll das Handy sein, ne? Das müsste ja irgendwo... Warte mal. Es ist eine Uhr, sieht aus wie der Denker, sie sagt die Uhrzeit an. Ich sollte dir doch sagen, dass die Uhrzeit nicht spricht, was sie funktioniert nicht, wie schade. Ich musste das Uhrwerk rausnehmen. Da kann das ja nur da sein, ne? Dann ist es definitiv das, oder? Aber es kann ja nur das Handy sein, oder? Das wir zeigen müssen. Aber doch. Wenn das schon da steht, dann kann das nur das Handy sein. Ach komm, gib ihm. Nimm das! Sehen Sie sich das an. Das ist ja ein sehr niedliches Handy. Sie haben ein Girly-Handy. Moment, halt. Das ist nicht mein Handy. Hören Sie zu. Das ist das Handy der Angeklagten und es enthält eine Aufzeichnung. Die Aufzeichnung eines Gesprächs mit dem Opfer am Tag des Mordes. Ruhe. Das Handy der Angeklagten, das wurde mir nicht mitgeteilt. Vielleicht hat das Inspektor Gumshoe übersehen. Der gute Inspektor sollte besser an seine baldfällige Beurteilung denken. Sie haben mein Mitgefühl, Edgeworth, nicht wirklich. Spielen Sie das Gespräch ab. Du möchtest also, dass ich denke für dich aufbewahre, oder? Wenn sie nichts ausmacht? Oh, ich sollte dir noch sagen, dass die Uhr zurzeit nicht spricht. Was? Sie funktioniert nicht? Das ist ja schwach. Ich musste das Uhrwerk rausnehmen. Tut mir leid. 5. September, 9.27 Uhr. Euer Ehren, diese Aufnahme beweist, dass das Uhrwerk bereits entfernt worden war. Und dies wurde am Morgen aufgezeichnet, noch bevor die Zeugin im Hotel ankam. Nun, Frau May, werden Sie das dem Gericht bitte erklären? Woher wussten Sie also, dass die Waffe eine Uhr war? Nun,
Nun, ist das nicht offensichtlich? Habt die Uhr schon mal gesehen? In welchem Laden war das gleich wieder? Scheiße, jetzt habe ich ausgesehen. Na, fuck. Macht's einfach pausieren oder so, wenn du das könnt. Scheiße. Ups, hab's vergessen, ne? Die Zeugin hat sie also zuvor schon mal gesehen. Das wird alles erklären. Hat die Verteidigung etwas einzuwenden? Ich denke schon. Die Zeugin behauptet, sie hätte sie schon mal gesehen. Das widerspricht direkt einem dem Gericht bereits vorliegenden Beweisstück. Nun, dann zeigen Sie es uns. Liefern Sie bitte den Beweis, dass die Zeugin die Uhr zuvor noch nie gesehen hatte. Auf jeden Fall. Es ist einfach. Diese Uhr war noch nie in einem Laden. Nie. Was? Ein Freund von mir hat diese Uhr gemacht. Es gibt nur zwei davon auf der ganzen Welt. Und die eine, die nicht hier ist, war die Polizei. Unmöglich. Es gibt es. Alles gibt es in Geschäften zu kaufen. Frau May, ist es nicht höchste Zeit, Sie eine bessere Ausrede zu besorgen? Ach ja, heute kein Ausredenangebot. Boah, das Gesicht. Oh, krank. Was soll das denn, Sie Schweinebacke? Die dumme Uhr hat keine Bedeutung, okay? Sie war's. Sie soll dafür sterben. Stirb! Wow. Chill, Alter. Wow, jetzt lassen Sie mal schön die Kirche vom Dorf. Dies ist ein Gerichtssaal und die Zeugin wird sich ruhig verhalten. Ach ja? Oh, ach ja? Oh. Ich dummer Schnitten. Ich bin wohl etwas ausgetickt. Ja. Glaub ich zumindest. Beängstigend. Brommel, ich habe eine Frage. Sagen Sie, woher wussten Sie, dass die Waffe eine Uhr war? Ja, von der Seite sieht das Gesicht aus wie so ein Mann. Okay. Erst dieses merkwürdige Gesicht, wo man dabei denkt, what the fuck, erst so, sag ich jetzt mal so, ein auf niedlich schwach und so. Und dann so vom Gesicht creepy und beängstigend und what the fuck, ey? Oh mein Gott. Aber naja, egal. Oh Mann. Kann die Verteidigung etwas zu diesem Verhalten sagen? Okay, jetzt geht's los. Definitiv. Wir sind im Soundtrack auf jeden Fall. Ja, euer Ehren, lassen Sie mich erläutern, was sich da abgespielt hat. Frau April May, Sie wussten, dass die Waffe eine Uhr war, denn... Sie hatte davon gehört, auf jeden Fall. Die Zeugin hatte die Uhr niemals in ihren Händen. Aber sie hatte gehört, dass es eine Uhr war. Sie hatte gehört? Richtig, euer Ehren. Sonst hätte sie nicht wissen können, dass der Denker eine Uhr war. Und ich kann es beweisen. Nun, das ist interessant.
Dann lassen Sie es uns das sehen. Zeigen Sie den Beweis, dass Sie die Zeugin gehört. Haltet die Waffe, ist eine Uhr ist. Okay. Warte mal, ich habe mich irgendwie verlesen, warte mal. Zeigen Sie uns den Beweis, dass die Zeugin gehört hatte, dass die Waffe... Warte mal, dass die Waffe ist eine Uhr ist. Was? Ich habe schon das so verstanden, was der meint. Was ist das für ein Deutsch? Warte mal. Dass die Waffe ist eine Uhr ist? Warte mal. Nee, warte mal, das kann doch stimmen. Ne? Egal, vergesst das, was ich gelabert habe. Spult einfach vor, wenn ihr irgend so ein... Wenn ihr keinen Müll hier hören wollt, sondern nur das Gameplay. Denn jetzt geht's nämlich weiter. Ich glaube, es müsste die Wahnsinn sein, ne? Ja, stimmt. Das haben wir ja gesehen bei der... Da wäre eine Wand und so, weil ich kann ja alles mithören und was weiß ich alles und so. Jo, jetzt geht's los. Sehen Sie sich das an. Das habe ich in Frau Mays Zimmer gefunden. Herr White, bitte erklären Sie dem Gericht, was das ist. Frau April May, Sie haben das Telefon des Opfers Frau Meyer Fay abgehört, nicht wahr? Oh. Euer Ehren, das ist irrelevant. Ich bin mir da nicht so sicher. Einspruch abgelehnt. Es beunruhigt mich, dass unsere Zeugin im Besitz einer Wanze war. Das ist ja ungeheuerlich. Behauptet die Verteidigung, die Zeugin hätte mir abgehört? Genau das. Auch wenn das so wäre, und das ist es nicht, müssten Sie noch immer etwas beweisen. Ne? Und das Opfer jemals am Telefon gesagt, dass die Waffe eine Uhr ist? Können Sie das beweisen? Ich glaube nicht. Ach ja, ich glaube schon. Es ist einfach. Was? Hier ist der Beweis. Der Beweis, dass es... Der Beweis, dass das Opfer am Telefon sagte, dass die Waffe eine Uhr war, ist... Das Handy? Ich zeige das Handy der Angeklagten. Ja, das hatten wir schon. Hören Sie sich erneut das Gespräch der Angeklagten mit dem Opfer an. Piep. Mia, was gibt's? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Nun, ich möchte, dass du etwas für mich aufbewahrst. Schon wieder? Was ist es denn diesmal? Es ist eine Uhr. Sie sieht aus wie diese Statue der Denker und sie sagte die Uhrzeit an. Frau April May, Sie haben eine Wanze benutzt, um dieses Gespräch abzuhören. So haben Sie erfahren, dass der Denker eine Uhr war. Liege ich falsch? Ich... Ja, der schon wieder. Euer Ehren, das ist lächerlich. Euer Ehren, schauen Sie ins Gesicht der Zeugin. Sieht sie amüsiert aus? Die Verteidigung verlangt eine Antwort. Das war jetzt so ein bisschen männlich, aber egal. Zeugin, antworten Sie. Haben Sie mir das Telefon angezapft? Frau May! Seien Sie still, alle! Wer gibt Ihnen das Recht? Oh. Sie Anwalt! Das ist nicht fair, dass Sie alle auf einmal gegen mich sind. Na wieso, Aurel, du hast verkackt. Bin ich jetzt also die Böse? Ist das so? Ist das so? Das war's, das Gericht hat jetzt die echte April May entdeckt oder so. Jetzt noch der letzte Schlag. Sie haben es getan, oder? Nee, warte mal. Wozu die Wanze? Warum haben Sie Ihr Telefon angezapft? Beantworten Sie die Frage. Muss ich das? Das ist doch ein Mordprozess. Ist das denn ein bisschen Abhören nicht eher irrelevant? Mist,
Sie sagt genau das, was Edgeworth von ihr hören will. Scheiße! Frau May, Sie haben das Telefon des Opfers angezapft. Das ist wohl kaum irrelevant. Das Gerücht missbilligt zwar den Ton der Verteidigung, aber sie hat durchaus recht. Und wie es im nächsten Part weitergeht, erfährt ihr demnächst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Phoenix Wright Ace Attorney. Macht's gut, euer Alice 42301. Ciao.